Herzlich willkommen zur neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute sprechen wir über News, reden über ein Kapitel und über das Trimagische Turnier. Zeitumkehrer Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Ich bin's, euer Krischi. Bei mir ist heute Ladies First, die liebe Tine. Hallo. Und der sexy Dorian. Hey. Hey. Vorweg, ich habe mich nicht so doll vorbereitet für die heutige Folge, aber wir quatschen einfach so ein bisschen, denke ich mal, drauf los. Also alles wie immer eigentlich. Alles wie immer. Nein, sonst bereitet ihr euch ja nicht so drauf vor. Also außer Tine. Tine ist ja immer. Und ich laber ganz viel. Aber heute ist mal anders. Ja. Wir müssen es ja heute auch nicht übertreiben. Ja, ja. Ich bin auch ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich für die Nintendo Switch Ring Fit Adventure gekauft. Ja. Das ist für die, die es nicht kennen. Das ist so ein neues Fitnessspiel von... nicht bezahlte Werbung, ganz wichtig. Ist, nicht bezahlte Werbung. Hat mich einer auch auf Facebook gefragt, bist du Werbung? Weil ich so ein Foto von gepostet habe. Für die, die es nicht kennen, ist so ein Fitnessspiel für die Switch. Da hat man halt so ein... einen Ring quasi, wo man den einen Controller einrastet und eine so eine Beinschlaufe, die man quasi an seinem Bein befestigt und da den anderen Controller reinmacht und dann macht man halt so ein paar Übungen. Die sind aber schon, die haben es in sich. Also ich habe Muskelkater anstellen, da holla die Waldfeder. Ja, und ich habe heute meine Switch auf eBay reingestellt. Also passt. Ja, ne? Also wenn ihr mal sucht. Was? Wieso das denn? Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, du machst hier Fitness mit der Switch, ich verkaufe sie, dann habe ich Geld. Schön. Ja, also ihr merkt, Dorian braucht Geld. Genau. Ich will kein Fitness. Schickt ihm das einfach per Postüberweisung, das macht er schon. Ja, sind Harry Potterige Sachen passiert in der letzten Zeit? Sind es. Aber habt ihr erstmal was, bevor ich wieder hier loslaber? Also ihr könnt auch gerne mal. Ja. Also du kannst ruhig anfangen. Nö, also. Fangt ihr mal an, das ist ja langweilig, wenn ich immer rede. Oder wollen wir Revue passieren lassen, die letzte Folge nochmal mit Kadi? Oh, Struktur. Eins nach dem anderen, ne? Struktur, ja. Langsam. Also, jetzt fang einfach mal an. Was ist passiert? Was ist passiert? Ladies first. Ja. Bei dir irgendwas Harry Potter-mäßiges so, passiert? Nee, direkt bei mir nicht. Ah, doch. Ah, ich hab einen Tag nach meinem Geburtstag habe ich ein ominöses Paket bekommen. Da dachte ich mir, was ist denn das jetzt hier? Was wird das sein? Dann habe ich das auch. Mom, Dad, krieg ja deinen Brief gekriegt. Genau so. Und dann, dann war das, nachher habe ich den aufgemacht, dann war das mein geiler Bronze-Dumbledore, den ich mir bestellt hatte, schon vor Urzeiten. Ja. Wo musste man sich den bestellen? Oder bei, was war das? Der ist von Icon Heroes, der war halt exklusiv für die San Diego Comic-Con gemacht worden. Ah, ja. 300 Stück, also auf die sind es limitiert gewesen und man konnte den halt, auch wenn man nicht da war, bestellen, aber ja. Nur zu einer Adresse in Amerika. Und ich hatte halt Glück, dass ich jemanden kenne in Amerika und ja, die hat mir das auch schon einmal versucht zu schicken. Da war aber die Deutsche Post ein bisschen scheiße, also das ist schon nach Deutschland gekommen und krass. Dann hat die Deutsche Post gemeint, die haben mich nicht antreffen können, obwohl ich halt immer da war. Und ich habe auch keinen Zettel oder sonst was reingeworfen, deswegen ist das dann direkt zurückgegangen. Also Deutsche Post, du bist scheiße. Das ist ja auch teuer, wir haben das Geld nicht zurückgekriegt. Unbezahlte Werbung. Naja, das ist, wir haben das Geld nicht zurückgekriegt und so ein Versand, so ein Päckchen von Amerika hier kostet, ne? Wenn ihr die Statue sehen wollt, die findet ihr auf unserer Facebook-Seite, ne? Ja, und auf Instagram habe ich ein kleines Video gemacht. Ja. Nee, und dann hat sie es aber doch habe ich es auf anderem Weg jetzt herbekommen und dachte, oh Gott, weit. Upsala. Holla die Waldfeder, ist mein Mic ist mir runtergefallen. Weil ich halt hier so eine improvisierte Mikrofonhalterung habe. Hier ist nichts improvisiert, Profis. Jetzt sind erstmal alle aufgewacht, die gerade eingeschlafen sind am Anfang. Mhm. Ja, deswegen habe ich es dann gekriegt. Ich war halt überrascht, ich habe gar nicht damit gerechnet, das zu kriegen. Und war geil, hab mich gefreut. Cool. Der sieht echt geil aus. Ja, der ist richtig geil. Ich bin auf 300 Stück limitiert. Jo! Ist klar. Mein Frischti.
wunderschön. Ja, was war sonst? Hier, wie heißt er? Dan Fogler, der Schauspieler von Jacob Kowalski aus Fantastische Tierwesen, der war nämlich bei der LeakyCon. Das ist quasi so eine Harry Potter Convention von der Seite Leaky Cauldron. Das ist halt so eine richtig große und alte Harry Potter Seite. Und da hat er halt quasi verraten, dass im Februar nächsten Jahres die Dreharbeiten jetzt endlich mal beginnen werden für Fantastische Tierwesen 3. Das ist noch so lange hin. Ja, ja. Und er hat auch gesagt, dass quasi das Rowling, also dass er noch kein finales Skript gesehen hat, Rowling halt immer noch dran arbeitet. Aber das, was die Leute wohl bisher gesehen haben von ihr, das fanden sie wohl alle sehr, sehr geil. Also mal gucken, was das wird. Was das wird, jawohl. Das dauert noch so lange. Ja, Alter, 2021, Digga. Noch aber über 2 Jahre. Mal gucken, vielleicht sind sie ja früher fertig und dann kommt es früher raus. Man soll ja, ne? Man kann ja hoffen. Das wäre toll, aber... Ich meine, wenn die beginnen mit den Dreharbeiten nächstes Jahr, Februar, im Februar, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass das irgendwie im November 2021 rauskommt. Also, ich kenne zwar Filme mit viel Nachbearbeitungszeit, aber das ist dann schon... Das muss ja auch krass sein. Man weiß ja nicht, was sie alles planen. Ja, deswegen, man weiß es nicht. Manchmal haben die ja auch einfach so Schauspielerengpässe, dass sie halt sagen, sie können von Januar bis April mit den 10 Leuten drehen und im März, von August bis September nur mit den Leuten wieder zusammen, weil ja andere Aufträge vorhanden sind. Oder sie brauchen halt irgendeine spezielle Location und die ist nie gebucht oder sowas. Du, da gibt's viel, was verlängern kann bis ins Unendliche. Das stimmt. Da fällt mir gerade nur ganz kurz ein, Dorian kann es gleich, es gab nämlich noch eine Meldung, Zoe Kravitz, die wurde gecastet als Catwoman für den Batman-Film mit Robert Pattinson, der da den Batman spielt. Und in dem Artikel hieß es nämlich, dass man sie jetzt gecastet hat, obwohl es Schwierigkeiten gab, ihre Dreharbeiten mit Fantastischen Tierwesen noch unter einen Hut zu kriegen. Und da fragt man sich denn... Ja. Die ist doch eigentlich gestorben. Ja, stimmt. Hab ich jetzt auch gerade vergessen. Was wie Schwierigkeiten mit Dreh? Also vielleicht irgendwie Flashbacks oder was weiß ich. Sie war ja, also gucken wir mal. Oder sie ist doch nicht tot. Mal schauen. Oh, bitte doch. Ne? Also das hasse ich ja, wenn tote Charaktere einfach so... Also für die gerade nicht wissen, wer Zoe Kravitz ist, das war bei Fantastische Tierwesen 2 die Leta Lestrange. Die Loverin von Newts Bruder. Und von Newt irgendwann mal. Ehemals. Genau. Ja, das war so eine Sache. Und noch, gab es noch was? Es gab doch noch. Ach ja, also, ja, sag du erstmal. Du wolltest ja. Ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, aber die illustrierte Edition von Harry Potter 4 ist jetzt eingetroffen. Ich glaube, das war beim letzten Mal noch nicht da. Nee, das ist eigentlich nur sagen, ich kann eigentlich nur sagen, sie sieht wieder wunderschön aus. Kaufen. Es gibt nichts Schöneres, um Harry Potter zu lesen oder nochmal zu lesen, holt sie euch. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Weihnachtsmann, Wunschzettel. Falls jemand meine Amazon-Wunschliste sehen möchte, PN an Mysteriumsabteilung. Ja, wenn jemand meine will, dann kann er natürlich auch schreiben. Aber mir kommt nur die Illustrated... Ich brauche Geld einfach nur. Und mir kommt nur die Illustrated Deluxe Edition ins Haus, ja? Also nicht diese normale Gammel-Edition, Alter. Kriegst du es, ne? Müssen vergoldete Seiten sein, Mann, in Samt eingebunden. Vorher stehe ich nicht auf hier. In Phönixfedern gebunden. Boah, geil, Alter. Ein Schlückchen hier trinken? Swarovski-Steine eingraviert. Ja, Oh je. Da ist so ein kleiner Diamantstaub überhaupt erstmal drüber gepustet worden. Die Seiten einzeln sind alle mit Gold. Der Bronze Dumbledore, die goldene illustrierte Ausgabe. Ja, Krischi lässt sich gut gehen. Die Silber McGonagall. Arbeitest du gleich noch mal? Ja. Welchen Kredit hast du aufgenommen? Ich habe so ein Verlies. Gringotts. Ich habe da so ein Verlies in Gringotts. Da liegt halt so ein Haufen Gold. Also, ne? Ja, okay. Verstanden. Was wolltest du noch sagen? Achso, mit der. Deutsche. Ja, sag mal. Deutschen Nachrichten haben wir auch. Nämlich wurde jetzt endlich der Cast, also die Besetzung für das.
Theaterstück in Hamburg bekannt gegeben für das verwunschene Kind. Ich finde eigentlich auf den ersten Blick sehen die eigentlich ganz okay aus. Also natürlich, man hat im Netz wieder Leute, die sich aufregen. Aber ich meine, man sieht halt nur die Schauspieler, wie sie halt in echt aussehen. Und da kommt ja noch viel hinzu. Da kommt ja noch Maske, vielleicht noch Frisur, dann Klamotten, Mimik und Gestik macht ja auch noch ganz viel. Aber so auf den ersten Blick finde ich, finde ich es eigentlich ganz cool. Also da bin ich gespannt. Ich finde der Typ, der den, also Harry Potter wird von Markus Schöttl gespielt. Wir können ja jetzt einmal durchgehen. Sarah Schütz ist Ginny Potter. Vincent Lang ist Albus Potter, Sebastian Witt ist Ron Weasley, Gillian Anthony ist Hermine Granger, Madina Frey ist Rose Granger Weasley, Alan Hotzowick, also klingt wie ein Charakter aus Harry Potter selbst. Ist Draco Malfoy und Matthias Reiser ist Scorpius Malfoy. Und ich finde, Matthias Reiser sieht ein bisschen aus wie, ihr kennt doch bestimmt Modern Family, ne? Nee, also ja, aber nie geguckt. Er erinnert mich an so einen Luke Dunphy aus der Serie, das ist der eine Sohn. Und das finde ich gut. Und das passt aber auch zu der Rolle von dem Scorpius. Ich finde, den Scorpius, der gefällt mir echt in der Geschichte. Aber egal. Das sieht schon sehr vielversprechend und, aus. Und beim Cast auch dabei Ivy Quaino, die mal The Voice gewonnen hat. Also kennen bestimmt einige, aber was sie spielt, ist noch nicht bekannt. Ja, es sind allgemein einige, also noch, es sind insgesamt, glaube ich, 35 Schauspieler. Und nur von 8 weiß man, welche Rollen sie spielen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass manche auch einfach mehrere Rollen spielen, wie es halt in Theaterstücken so übrig ist. Also bei ein paar kann man sich schon so, die sieht man, da denkt man sich, jo, das könnte ein Dumbledore sein oder was weiß ich. Na gut, beim Snape bin ich mir noch nicht so sicher, wer dann Snape sein könnte. Da bin ich mal gespannt. Aber mal gucken. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, was da noch so rauskommt. Ich meine, da gehören ja auch noch wahrscheinlich jede Menge andere Leute dazu, die einfach nur Tänzer sozusagen sind. Ja klar, aber es gibt schon viele Rollen in dem Stück, die man auch so kennt. Deswegen, da kann man auch immer gern spekulieren, finde ich das ganz cool. Bei dem Spaß hier. Wollen wir nochmal reden über Wizard World Gold, oder wie es jetzt heißt? Ja, wir haben ja in der letzten Folge mit der lieben Cuddy haben wir kurz darüber gesprochen, dass auf der neuen Pottermore-Seite, die jetzt Wizarding World ist, es auch einen Fanclub gibt. Der ist gratis. Und es gibt dann auch noch einen bezahlbaren Fanclub. Den kann man aber noch nicht in Deutschland buchen. Bis jetzt halt nur in Amiland und London, glaube ich, ne? Und Kanada wahrscheinlich. Ja, was ist dabei? Man bekommt also man bezahlt halt wirklich was. Dann bekommt man am Anfang ein Dollar im Jahr, ne? Wie viel? Ich glaube, $75 im Jahr. Ah ja, da, $75, 59,99 Pfund pro Jahr, genau. Da bekommt man am Anfang so ein Willkommensgeschenk mit einem quasi Postkartengroße, ein Druck von J.K. Rowlings Skizze von Hogwarts. Dann irgendwie einen exklusiven Pin, den man sammeln kann. Und ein personalisiertes, hier steht interaktives, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es interaktiv ist, Notizbuch, das den Namen hat Keys and Curious. Ja. Genau, da sind alle Sachen drin, die du auf, ich wollte Pottermore sagen, auf wizardingworld.com so gemacht hast. Also dein Haus und dazu noch mehr Informationen, dein Zauberstab und bla bla bla. Finde ich eine ganz schöne Idee, aber das alles rechtfertigt für mich jetzt noch nicht so viel Geld. Aber mal gucken. Hier steht auch gerade noch, warte mal, weil wir haben ja gerade uns gewundert, warum interaktiv. Hier steht es noch weiter, dass du irgendwie mit der App gemeinsam halt, wahrscheinlich so wie heißt es, Augmented Reality, quasi geheime Sachen in deinem Buch finden kannst. Naja, okay. So, und was ist dann da noch? Ach ja, hier, each month will offer up something new, display, gorgeous themed artwork. Okay, also jeden Monat kriegst du da auch noch neue Sachen in deinem Buch quasi freigeschaltet. Das Buch ist auch designed von Mina Lima. Das ist das Design-Team, das quasi die ganzen Harry Potter und Fantastic Beasts-Filme betreut hat. Also die haben es drauf. Und es gibt noch mehr Sachen. So, also man hat halt ein 12-monatiges Abo. Dabei kriegt man, also das finde ich ein bisschen assi, um ehrlich zu sein. Es gibt Wizarding World Originals. Das sind
exklusive Videos, die halt sich rund um die magische Welt von Rowling drehen, die halt nur für Leute guckbar sind, die das Abo haben. Also, ich muss mir das kaufen, um euch die ganzen Infos dann zu geben, glaube ich. Ja, ja. Goldenes Buch. Set to unravel the mysteries and uncover the secrets from all corners of the Wizarding World, ja. Dann, gut, als wir haben es natürlich alle voll nötig. Alle 7 E-Books der Harry Potter-Geschichte. Oh. Die sind mit bei. Dann gibt es halt Pin-Badges wieder. Okay. Special Events, da wo man hinkommt. Also, okay, ja, man wird irgendwie eingeladen zu Weihnachtsfeier und all so ein Spaß. Zu Rowling nach Hause, ja. Ja, exklusive Angebote halt, also im Shop quasi. Oder, also hier steht richtig, in dem Shop von wizardingworld.com. Dann gibt es ja diesen Plattform 9¾ Store im King's Cross. Und in der Warner Bros. Studio Tour London. Da bekommt ihr quasi mit dieser App auch irgendwelche krassen Angebote. Auch in Universal Orlando und wie das heißt. Also in den ganzen Harry Potter Ländern, die es so gibt. Was ist da noch? Priority Booking steht hier. Okay, also für Events kann man quasi als erstes dann Tickets buchen. Über der ganzen Welt. Also hier. Aber ob da überhaupt was in Europa groß ist? Wissen nicht. Na gut, ja, England wahrscheinlich schon. London, ja, doch, hier, genau. Hier steht Priority Access to Tickets for the most popular Wizarding World Events and Locations, including Harry Potter and the Cursed Child Shows in London, New York and San Francisco, as well as Warner Bros. Studio Tour London, The Making of Harry Potter. Also auch bei der Tour. Ja, okay. Diese Priority. Dann irgendwie Early Access für irgendwelche Limited Edition Merchandise-Sachen, die sie raushauen. Also, dass du die auch als erster bestellen kannst. Ganz viel anderes. Ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass die das für Krischi gemacht haben. Ja, die haben das echt für mich gemacht, glaube ich. Ganz viel Scheiß, also so Quiz-Rätsel, keine Ahnung. Chances to win once in a lifetime experiences, okay. Und mehr. Boah. Da bin ich mal gespannt. Das ist so jetzt erstmal, also man weiß, dass es 60 Pfund. Wie viel Euro sind denn das? Ich schätze mal. Die machen so 75 Euro auch, oder? Okay, naja, das wird sie. Wenn sie überhaupt nach Deutschland kommt, vielleicht machen sie es ja auch dann. Man kann sich die App auch unter Umwegen wohl runterladen. Ich werde das nachher mal machen, einfach weil ich es sehen will. Ruhig mal. Aber Krischi muss wandert aus. Krischi, ja? Alles für wir müssen noch was sagen, was meine Person angeht, was sehr unangenehm ist. Willst du das wirklich? Willst du das jetzt? Ja, es muss jetzt raus. Es muss raus, Leute. Ich habe mich in diesem Podcast als... Oh nein. Ich hab mich jahrelang in diesem Podcast... Dorian, die Leute werden es nicht verstehen, Dorian. Als Hufflepuff ausgegeben. Leute, ich habe keine Ahnung. Leute, ich bin kein Hufflepuff. Ich musste einen neuen Account machen und ich bin ein Gryffindor. Es ist raus! Raus! Dorian, du bist das, was du dich fühlst. Scheiße, ich bin Nein, jetzt ein Gryffindor. Ist Quatsch, ich sag den Leuten auch immer, ihr seid das, was der sprechende Hut sagt. Also, ja, bist du jetzt halt ein Gryffindor, ne? Pech. Ich bin voll Mainstream. Ach, wieso Pech? Janine ist auch ein Gryffindor. Okay, dann ist cool. Siehst du? Das war einfach. Achso, ich möchte, fällt mir gerade ein, hat gerade nichts mit dem Thema zu tun, ich möchte auf diesem Weg meine Mama grüßen. Meine Mama ist übrigens auch Gryffindor. Die hat nämlich die letzte Folge mit Cold Mirror geguckt und fand die lustig und meinte, sie hört sich jetzt den Rest an. Also Mama, hallo. Yay. Hallo, Mutter von Krischi. Sehr schön. Ja, habe ich noch irgendwas? Harry Potter? Ich kann noch was erzählen. Ja, erzähl. Erzähl doch mal. Also ich war die letzten 2 Wochen immer am Wochenende im Kino. Und habe mir Filme angesehen, darunter Downton Abbey und den zweiten Teil von Maleficent. Und jetzt hier der Fun Fact: Wer die lustigen, doch etwas frechen Witze von McGonagall vermisst, sollte sich Downton Abbey ansehen. Ja, Downton Abbey, ne, da ist sie. Da ist sie, also da spielt sie mit, da ist sie die alte,
Ich weiß, ich habe die Serie vorher gesehen. Das ist, glaube ich, die Mutti von dem Duke oder was auch immer das der Typ ist. Ist auch, also man kann in den Film reingehen ohne irgendeine Vorerfahrung. Der ist sehr unterhaltsam und einfach auch schön. Und dort spielen halt die Megan Smith und die Darstellerin von Umbridge mit. Oh, ich habe ihren Namen schon vergessen. Amanda irgendwas? Keine Ahnung. Ja, aber ich weiß. Amanda. Umbridge. Umbridge. Darstellerin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, einer von den Typen im Film Imelda. Ist auch ihr Mann, ne? Imelda Staunton. Guck mal, wer die ihr Mann ist. Okay. Bitte. Ja, stimmt. Jim Carter. Und der spielt das auch ist mit, der, ne? Der spielt da auch mit, stimmt, siehste? Ja. Wusste ich doch, was ich so alles das hier... Das wusste ich nicht, aber sehr cool. aber was ich sagen wollte, also die spielen beide in dem Film mit und du hast dieses typische, also auch das, du kannst Umbridge gegen McGonagall nochmal erleben. Das war geil. So krass, also es war einfach nur herrlich, die beiden nochmal so in ihrem Fight zu sehen, weil es Die haben eine ähnliche Situation wieder vorbekommen und McGonagall ist genauso schnippig, also Megan Smith ist genauso schnippig wie als McGonagall halt. Und Imelda hat eine sehr, also die ist da ein bisschen zurückhaltender, aber hat eine ähnliche Haltung wie Umbridge sozusagen einnimmt. Also ist irgendwie also ist halt so ein bisschen die, mit der wollen wir nichts zu tun haben, Tante. Von der Megan Smith ausgesehen. Und da wird schon der Konflikt sozusagen gefühlt in den ersten 3 Minuten aufgebaut und dann treffen die aufeinander und es geht halt so. Bam, 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 bam. Das fand ich. Also, wer diese Art von Konflikt vermisst und sich diesen schnippischen Hin und Her nochmal geben möchte, kann das damit ganz gut tun. Weil. Megan Smith ist, habe ich letztens festgestellt, weil meine Oma mich das gefragt hat, ist 83. Ja, die ist schon krass. Das ist schon ganz schön alt. Also krass alt. Hm. Und nein, sie ist sogar 84. Naja, gut. Fast dran vorbeigeschrammt. Ja. Und in Maleficent hat Imelda ja eine der Rollen als gute Tante. Gute Fee, oder? Gute Fee, also, ja. Also, genau, es ist eine der gut, also, naja, sie ist eine der drei Tantchen, die halt Feen sind. Okay. Also, ist halt super strange. Nee, gute Fee ist bei Cinderella, ne? Oder, keine Ahnung, egal. Nee, also, die sind schon gute Feen. Also, ich weiß es gar nicht. Also, sind halt Feen, sagen wir es einfach so. Werden aber von Aurora als Tantchen angesprochen. Oh ja. Okay. Und da hat man sozusagen eine rosa Fee. Im Umbridge-Stil so ein bisschen. aber überhaupt nicht Umbridge. Sondern es ist halt wirklich krass, wie wandelbar diese Schauspielerin ist. Die war ja auch im ersten Teil schon dabei und ich habe mich auch gefreut, sie wieder zu entdecken. Genau. Und also ich hatte das vergessen, dass sie da mitspielt. Im ersten Teil habe ich mich auch so, ah, oh, die hier, na gut. Und dann ist es mir beim Gucken ich so, ja stimmt. Die war ja da auch dabei. Also, ja, das ist... Also ich bin sehr davon, also Umbridge ist halt ein ziemlich harter Charakter, aber die Frau hat's drauf, ja, muss man sagen. Definitiv. Ja. Überhaupt, wenn man halt jemanden so rüberbringen kann, dass man ihn hasst, dann bist du als Schauspieler schon super. Also ja. Das ist schon, ist top. Und Warwick Davis spielt übrigens auch mit. Na, der spielt irgendwie überall mit, ne? Also ja, der spielt überall mit. Der Warwick. Ja, vielleicht spielt er ja noch bei Fantastische Tierwesen mal mit. Hat er bestimmt schon. Das wäre ja, kann gut sein. Ne? Naja, der ist halt genau wie Andy Serkis immer für CGI-Rollen besetzt wird. Passt. Ja, passt. So, haben wir noch was? Ich hab neulich einen herrlichen Lacher gehabt. Also ich versuche jetzt Snape-Wives gegenüber immer ein bisschen nett zu sein. Oh. Aber neulich, da hat eine wieder den Vogel abgeschossen. Da ging es halt in einem Posting so ein bisschen darum, dass Snape ein Held sei und er Harry am Ende ja doch geliebt hätte. Oder sowas in der Art. Und
Ich habe halt so gesagt, ja, nee, also es, ich hab nichts Böses gegen Snape gesagt. Ich habe nur gesagt, da würde die Rowling jetzt widersprechen und habe ihr halt so diese Zitate gegeben von Rowling, dass sie halt gesagt hat, dass Snape kein Held ist, weil er hat die Leute gemobbt und sowas alles und er hätte Harry auch, also er hat Harry nicht geliebt, er hätte Harry sterben lassen, wenn er nicht Lily geliebt hätte, so. Ja. Oder sowas halt. Und die Potters waren ihm auch geliebt, scheißegal. Er hat Harry insoweit geliebt, insofern geliebt, dass er Lily geliebt hat, nee, die wiederum Harry geliebt hat. Weißt du, ich meine? Passive Liebe. Kann man mir lieben? Ja. Kann man mir folgen? Ja, ja. Jedenfalls, das fand die Dame nicht so geil. und hat wirklich 1:1 gesagt, also erstmal, das ist nur Rowlings Meinung, ne? Sie hat keine Ahnung. Und dann hat sie wirklich gesagt, dass Rowling keine Ahnung von dem Charakter hat. Snape. Und nur weil sie die Figur erschaffen hat und die Geschichte, ist das, was sie sagt, doch keine universelle Antwort darauf. Und dann dachte ich mir so, was? Doch? Oh nein. Die wurde dann aber auch sehr ausfallend, die Dame. Fand ich dann schade. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass halt kann man keine Diskussion im Internet führen. Die Leute sind halt auch, wenn man widerspricht und eigentlich nett ist, die rasten alle aus. Ja. Da war neulich. Weißt du noch, wolltest du es jetzt erzählen oder was anderes noch? Erzählen? Nee, ich wollte jetzt nur noch was von gestern erzählen. Da war, oder vorgestern, da war nämlich auch so was Ähnliches. Da hat ein Fake, also was heißt ein Fake-Bit, ein Bild gepostet von Draco Malfoy, wo halt so ein Text drauf stand, der halt, ich sag mal, Fanfiction ist. So, und ganz viele darunter dachten halt, es wäre echt und so. Und einer hat auch gefragt, oh, woher kommt das? Und einer hat auch drunter geschrieben von Pottermore. Und ich und ein paar andere haben halt einfach nur geschrieben, das ist Fake, das ist nichts Offizielles. Dann ist die Person, die das gepostet hat, ist wieder total ausgerastet, hat das als persönliche Beleidigung gesehen und ist da mega ausgerastet und dachte, ich würde jetzt hier so eine Fanmails runterputzen und bla, bli. Und ich bin total engstöhnig und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das halt nichts Offizielles ist. Aber das hat man im Moment öfter in der Community, denke ich. Also ich weiß nicht, ihr könnt mir verraten, was los ist da draußen. Ich habe das Gefühl, die sind alle gerade ein bisschen wie auf ein Schießpulverfass. Also oder Schwarzpulverfass. Vor ein paar Tagen hatte eine auch in der Harry Potter Gruppe ein Tattoo gepostet, das hier Heiligtümer des Todes. Und da hat einer direkt drunter geschrieben, oh toll, du hast ein Massentattoo. Und das hat mich so angekotzt, dass ich darauf geantwortet habe und dann gesagt habe, ja und, dann lass sie doch. Warum musst du darüber dich jetzt aufregen, wenn das deine Meinung ist? Sie hat jetzt das Tattoo gemacht und hat sich bestimmt darüber Gedanken gemacht. Und was soll sie jetzt deiner Meinung nach tun? Soll sie sich jetzt weglasern lassen, weil du findest, dass das zu viele haben? Oder was ist dein scheiß Problem? Ja, so? Ja, das verstehe ich so auch nicht. Sowas regt mich echt auf. So. Ja, ja. Ignoranten, also, Scheiße. Also ich würde mir das auch nicht stechen lassen, halt aus diesem Grund. Aber ich würde doch nie im Leben andere da deswegen verurteilen. Das ist doch geht die deren da an? Scheiß würde, Bier, Alter. Ja, würde der jetzt auch auf der Straße zu ihr gehen und sagen, ey, das haben voll viele, das ist scheiße. Ja, genau, das ist so dumm. An der Kasse so, hey, mach das weg. Kurz. Mach doch Tiergummi. Ja, aber da wollen wir auch mal mit der Mona, also die Mona kommt übrigens für ein paar Folgen mal wieder her. Die hatte mich auch vorgeschlagen, dass wir mal was machen, so direkt über die Community, weil also die sich echt verändert hat in den Jahren und wir da mal drüber sprechen könnten. Also, ja, wird dann vielleicht eine Folge, da werden nicht alle glücklich drüber sein, aber machen wir dann mal. Ja, also über sowas werde ich mich auch weiter aufregen. Ja. Also, es ist schön, dass wir eine Community haben, also eine Harry Potter Community meine ich jetzt allgemein, aber sowas sein, muss ne? nicht sein, Mann. Nee, ich weiß auch nicht, die sind aber alle so. Oh, immer alles so pissig und nur wenn man irgendwie mal jemanden verbessert, weißt du, wenn mich jemand verbessert, dann sag ich, ah, danke, cool, ja, wusste ich du nicht. Du hast ja auch nur was klargestellt, ja. Ja, das ist es ja. Ich, vor allem, das ist ja auch kein, oh, ne. Das ist immer alles ein persönlicher Angriff, wieso nicht? Oh. Ja, gut. Machen wir weiter. Ja, es ist halt so ein Kritikfähigkeitsding. Ja, es ist halt, und dann im Internet sein. Aber egal. Und dann vor allen Dingen Internet, wo alle sozusagen auf jeden scheißen. Genau. Aber gut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das war nur so eine Kleinigkeit. Ist halt die Community.
Und Rowling hat halt keine Ahnung von Snape. Das finde ich, das war das Beste. Das lasse ich mir tätowieren, das Zitat. Und da kann niemand was dagegen sagen. Habe ich echt herrlich gedacht. Aber naja, gut. Weiter im Kontext. So, jetzt muss ich gerade überlegen, haben wir noch Harry Potter Sachen? Du wolltest noch was mit Cold Mirror sagen, oder? So ein bisschen. Achso, ne, einfach so nochmal Revue passieren. Also, joa. Wir fanden die Folge an sich, glaube ich, sehr schön. Also, so von unserem Empfinden her. Man hat schon gemerkt, dass wir halt zu fünft waren. Da war halt am Anfang ein bisschen Chaos, aber ich glaube, das hat sich gut eingependelt. Cuddy selbst hat mir auch gesagt, sie fand die Folge auch sehr gut und mal gucken, vielleicht sagt sie irgendwann mal nochmal Hallo. Sie hat sich gefreut und also sie hat uns auch wirklich echt geholfen, indem sie das halt nochmal geteilt hat, den Podcast. Also wir haben echt viele, warte, jetzt muss ich selber gucken, wie das jetzt gestiegen ist, unsere Followerzahl. Also wir haben halt wirklich viele Zugriffe auch auf YouTube bekommen. Ja, natürlich jetzt, wenn es einmal aufgehen soll, geht's nicht auf, weil es natürlich scheiße ist. Vorbereitung. Vorbereitung. Ich war da auch echt, also ich glaube, da spreche ich für uns alle beide und auch für Phil, der gerade nicht da ist. Wir waren ziemlich aufgeregt, weil wir alle Cold Mirror sehr, sehr mögen, auch schon nicht nur seit wir Harry Potter mögen, also nicht nur seit wir diesen Podcast machen, meine ich. Und das war echt krass, sie da zu haben und ja, das war jetzt ein kleiner Traum, den wir uns da, glaube ich, erfüllt haben, ne? Definitiv. Definitiv so. Und jetzt hier all time. Wir haben jetzt nur mal so als Zwischenstand, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten wir, glaube ich, irgendwie kurz vor 3000 waren wir, ein Follower bei Spotify. Und jetzt sind wir bei 3591. Das ist schon ganz cool. Und dann auch Hallo an alle neuen Hörer, die jetzt auch noch weiterhören, trotz Cold Mirror. Oder an Abstinenz. die quasi die Folge mit Cold Mirror gehört haben, alle anderen Folgen jetzt auch noch von uns gehört haben und jetzt wieder hier sind bei Folge 32. Und sich fragen, wo ist jetzt Janine? wirklich, ohne Scheiß. Mir hat einer ein Feedback geschrieben zu einer Folge. Wir haben ja irgendwann mal einmal Musik im Hintergrund drin gehabt. Und da habe ich ja gesagt, gebt mir Feedback. Und da hat mir halt jetzt einer geantwortet und hat auch irgendwie gesagt, dass Janine cool ist oder irgendwas über Janine. Und da dachte ich mir nur so, nee, den spoilerst du jetzt nicht. Wie so eine Serie. Ja, guck mal, Folge 20, ne? Weißt du, Janine wurde aber umgebracht, ne? Also. Das ist hier, das kann nicht sein. Ja. Die Folge mit Cold Mirror haben sich auf Spotify allein 4577 Leute angehört, das ist geil. Auf YouTube hat es 2114 Aufrufe und bei den anderen Anbietern, keine Ahnung. Da muss ich mal gucken irgendwann. Also war echt gut, war schön. Wir sind ja auch mega dankbar. Ich habe so das Gefühl, also auch in den sozialen Medien sind wir da richtig durch die Decke gegangen, so Instagram und Twitter und was weiß ich. War schön. War echt, also ich glaube, ich werde ihr auf ewig dankbar sein. Falls ich eine Tochter kriege, wird sie mit Zweitnamen Cold Mirror heißen. Oh Gott, das arme Kind. Ja. Nee, war wirklich schön. Also, Tipp, top. Vor allem, da haben wir ja seit der ersten Folge drüber geredet, ne? Ja, Cold Mirror ist super. Die ist echt einfach super. Das ist toll. Schön. Ja. Ach, und ich habe ihr im Nachgespräch ihr noch was gegeben. Vielleicht macht sie da ein Video draus. hat sie gesagt. Aber mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war das auch ganz schlecht, was ich ihr gegeben habe. Und dann kommt auch nichts. Ansonsten wäre unser heutiges Thema. Also wollen wir zu unserem heutigen Thema? Oder habt ihr noch Dinge? Ja, wir können es versuchen. Versuchen wir es, ja. Also wie gesagt, ich habe mich nicht so krass darauf vorbereiten können, aus privaten Gründen. Vielleicht erzähle ich das irgendwann mal oder auch nicht. Oder ihr seid einfach... Das klingt jetzt dramatischer als es ist. Nein, es ist nicht... Macht euch keine Sorgen um Krischi. Es ist was Schönes, sagen wir es so. Ich hatte nur viel zu tun, weil krasser Typ. und ich habe eine schöne... Mein Sohn, der hat heute angefangen zu laufen. Wollte ich gerade mit euch teilen. Das war echt geil. Also... Jetzt gerade im Hintergrund. Ja, jetzt gerade. Da läuft der gerade. Hier läuft er lang, der Spassi. Leg dich wieder hin. Ich nehme hier auf. Mit seinen Kackstrumpfhosen hier. Naja. Setz. So. Genau, da musste ich die ganze Zeit hinterherlaufen und deswegen konnte ich natürlich mich nicht vorbereiten.
Ach so. Nein. Es ist, kann ich im Discord drüber erzählen. Ne? So. Mhm. Ja, und unser heutiges Thema ist quasi, wir haben uns vorgenommen, also das hatten wir eigentlich schon in der vorletzten Folge uns vorgenommen, dass wir das Kapitel, die dritte Aufgabe aus der Feuerkelch nehmen und darüber ein bisschen philosophieren, quatschen, analysieren und, oh Gott, jetzt muss ich gerade gähnen, tut mir leid. So, und auch so, und dass wir uns selbst, also dass wir vielleicht ein bisschen über das Trimagische Turnier quatschen und dass wir uns selbst halt auch eine Aufgabe überlegen, die wir im Trimagischen Turnier drinne haben würden. Ja. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir erst mit dem Text, also mit Analyse oder? Ja. Ja? Okay. Analysieren wir doch erstmal das, worum wir dann drüber nachdenken wollen. Gut. Dann fangen wir mal an. Also das die dritte Aufgabe. Wir sind gerade dabei gewesen, dass Harry war bei Dumbledore im Büro und ist da quasi in dessen Denkarium eingetaucht und hat quasi herausgefunden, dass es halt hier Barty Crouch Jr. gab, dass der halt eingesperrt wurde, weil er für Voldemort gearbeitet hat, dass Snape, Karkaroff und all die anderen Todesser waren und so, und er hat das mit Nevilles Eltern herausgefunden. Und er hat Dumbledore auch darauf angesprochen, und also dass Snape ein Todesser war, und Dumbledore beharrt hier halt schon darauf, dass er ihm gänzlich vertraut, was Harry halt schon ein bisschen verdutzt. Und dann direkt im Anschluss läuft Harry halt zu Ron und Hermine, und er hat ihnen das halt allen erzählt, und die reden halt so ein bisschen darüber, ne? So über die Sache. Jetzt muss ich gerade selbst nochmal hier scrollen. Ihr könnt auch gern die Züge übernehmen. Naja, also dann passiert gar nicht, also dann bereiten sie sich, Ron und Hermine, halt mit Harry auf die dritte Aufgabe vor. Gleichzeitig sind Prüfungen, auf die sich Ron und Hermine halt vorbereiten müssen. Harry ist freigestellt. Wow. Und dann kommt es eigentlich schon recht schnell zu dem großen Tag der dritten Aufgabe. Oh, warte, ich habe hier noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Ich habe hier noch ein paar Analysesachen dazwischen gehabt. Das mit Draco fehlt auch noch. Ja, aber ich kann ja nur mal so Kleinigkeiten. Und zwar, Hermine quatscht nämlich erstmal über Rita Kimcorn, nachdem Dumbledore ihr alles erzählt hat. Und sie wundert sich halt so, ja, bla bla bla. Und genau, und weil vorher wurde ja Barty Crouch Senior angegriffen und ist verschwunden. Und Ron sagt halt, dass Fudge direkt Madame Maxime verantwortlich macht dafür. Und Hermine sagt halt auch direkt, dass sie halt verstehen kann, warum, also es wird halt gesagt, dass Madame Maxime ja Riesenblut in sich hat und sie will das ja nicht zugeben. Und Hermine sagt ja auch direkt so, dass sie das vollkommen nachvollziehen kann, dass sie halt ihre Herkunft verschweigt. Sie würde auch genauso handeln, wenn man über sie urteilt, finde ich bei Hermine schon eine Aussage irgendwie. Weil Hermine ja doch eher so die direkte und ehrliche ist und so, die halt damit lebt, wer sie ist, so nach Motto. Fand ich interessant. Dann haben wir Harry, der halt nochmal über all das nachdenkt, auch über Neville. Und ich finde, da sieht man auch mal nochmal, dass Harry halt ein Guter ist, weil er halt auch so an sich sagt, dass das gesamte Mitgefühl, das er über all die Jahre bekommen hat, weil er ein Vollweise ist, eigentlich Neville eher verdient hätte, weil Neville ein krasseres Los gezogen hat mit seinen Eltern. Und dann denkt halt Harry so an die ganzen Familien, die auseinandergerissen wurden, also die Potters, die Longbottoms und auch die Crouchs. Und er erkennt halt, dass Voldemort halt all diese Familien halt auseinanderriss. Finde ich, finde ich halt, dass er halt erkennt, dass halt hinter all dem der olle Voldy steckt. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, also du bist ja direkt gleich zu dem Tag der Prüfung. Ich wollte nicht direkt so auf, ich wollte nur zum Tag, weil ich wollte jetzt eigentlich mit dem Artikel anfangen. Nee, ich habe noch eine Kleinigkeit, hätte ich nur noch, weil die ja... Eine Kleinigkeit. Die üben ja, quasi. Ja. Das finde ich auch lustig, Hermine hilft Harry lieber bei den Vorbereitungen für die dritte Aufgabe, als selbst für ihre Prüfung zu lernen, da denke ich mir auch, was?
Das ist Freundschaft. Hermine, die alle olle Bücher... Die braucht das nicht. Ja, eigentlich brauchst du es nicht wahrscheinlich. Und Ron ist mal wieder der Meister der Voraussicht. Er sagt nur so, ach, das können wir später gebrauchen, wenn wir Auroren werden. Was sie ja später sind. Die sind ja beides Auroren. Und ey, Ron sagt so oft Sachen voraus. Das finde ich so geil. Immer, Ron. Nein, fass das Buch nicht an, das könnte gefährlich sein. Beim zweiten Buch. Ach, Ron. Ron ist super. Genau, und die Zauber, die Harry da lernt, die halt so beschrieben werden, die werden ihm später auch noch ziemlich nützlich sein, habe ich mir noch so aufgeschrieben. Zum Beispiel lernt Harry hier den Lehmzauber und den Reduktorfluch. Und genau ein Jahr später benutzen sie nämlich das in der Mysteriumsabteilung im Kampf gegen die ganzen Todesser. Da benutzen halt quasi Ron, Hermine und alle anderen, die da sind, den Reduktorfluch, um halt eine ordentliche Ablenkung am Anfang dieses Kampfes zu schaffen. Und Harry benutzt den Lehmzauber später gegen Lucius Malfoy, um Neville zu beschützen. Und er lernt diesen Vier-Punkte-Zauber. Genau, den Vier-Punkte-Zauber. Das ist so ein... Wie ein Kompass. Ja, es ist wie so ein Kompass, aber es ist auch einer, der... Also ein Zauberspruch sozusagen, der so... Alle haben so einen merkwürdigen Namen. Reductio, Stupor. Und dann ist das der Vier-Punkte-Zauber. Vier-Punkte-Zauber. Schluckschnecken. Ja, so auf dem Niveau ist der. Ja. dann hat Harry, steht hier auch noch drin, mit Probleme den Schildzauber durchzuführen. Aber auch da wissen wir, dass er den dann später in der Mysteriumsabteilung doch gemeistert hat. Als die Bellatrix nämlich ihm die Prophezeiung entreißen wollte, da hat er ja dann den Schildzauber ordentlich hinbekommen. Und auch dann im Kampf gegen den Dolohoff hat er auch einen Zauber abwehren können. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, ob wir jetzt schon... Ne, genau, dann kommt der Artikel, genau. Ne? Von Rita Kimcorn. Mal wieder. Es fehlt ja noch das mit... während der Übungsstunden, ich habe gerade die Zusammenfassung, ist Draco beobachtet Harry und Hermine und Ron auch, oder? Ich weiß nicht mehr. Tut er das? Na, Draco ist draußen und mit Crab und Goyle und quatscht mit der Rita. Hm. Quasi als Käferspion. Hm. Oh. Spoiler! Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe hier nämlich noch eine Kleinigkeit. Ron und Hermine. Genau. Nee, das kommt erst später. Das kommt, glaube ich, erst später. Wo Hermine da nämlich mit rauskommt, sich das quasi. Ah, nee, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, dann kommt ein bisschen Geplänkel. Dann kommt der 24. Juni. Und das ist der Tag der dritten Runde, der dritten quasi. Aufgabe. Ne? Ja. Der dritten Aufgabe. Und der fängt so ein bisschen halt mit dem Frühstück oder so an. Und es gibt einen neuen, hetzerischen Artikel von Rita Kimcorn über Harry Potter. Gestört und gefährlich. Genau. Bei dem Rita Kimcorn darüber schreibt, dass Harry unter starken Narbenschmerzen leiden würde und gar nicht mit der Situation klar käme und allein und verlassen. Drama, Drama. Ja. Darauf folgend wird sozusagen in die Runde gefragt, wie Rita Kimcorn das denn alles wissen kann, weil dieser Vorfall mit den Narbenschmerzen liegt so ein bis zwei, drei Kapitel zurück bei einer Stunde Wahrsagen, wo Harry sozusagen wegen Narbenschmerzen das Klassenzimmer verlassen hat. Und Hermine fragt sich, woher kann Rita Kimcorn das wissen? Denn wie wir wissen, liegt der Wahrsagen Turm, ja ganz, also ist halt ein Turm und das ist der größte, östlichste Turm oder sowas? Da ist ein Turm. Also, das ist ein Turm. Da, also man könnte nicht von unten hören, was oben im Turm gesprochen würde. Und hier fragt sie sich sozusagen, wie das sein kann und verschwindet daraufhin in der Bibliothek, weil sie etwas nachschlagen will. Ja, aber, warte, da habe ich noch eine Kleinigkeit. Sie sagt nämlich auch, ich habe eine Idee, ich glaube, ich weiß es, denn dann hätte es sein können, dass nicht mal Moody das gesehen hätte. Das ist halt auch ein kleiner Hinweis darauf, dass Moodys Auge, das ja scheinbar alles sehen kann, nicht den Unterschied zwischen einem normalen Tier und einem Animagus herausfinden kann und dass Hermine das scheinbar weiß.
Ist ja, das weiß Hermine nicht. Ja, naja, sie sagt ja, na doch, also sie meint ja, dass es ja dann so wäre. Ja. So, dass er deswegen dann Moody sie nicht mal entdeckt hätte. Und also sie hat da schon die Vermutung und sagt dann, yo. Ich gehe so da mal was nachschlagen. Genau. Ja. Dann kommt, glaube ich, McGonagall und sagt an, hier, yo, die Champions kriegen jetzt Besuch von ihren Familien. Mhm. Und Harry, da fand ich auch den Gedanken lustig, dass Harry sich überlegt, so die Dursleys in Hogwarts. Den Gedanken fand ich auch extrem geil, wie das so Vernon. Oh mein Junge. Was ist das hier? Abnormitäten, nein. Waren da wirklich Drachen? Das ist eine Schule von Bekloppten hier. Du und deine Sippe. Deine Sippschaft. Ja, so. Und Dudley zuckt irgendwie bei jedem kleinsten Schwenker mit einem Zauberstab zusammen, weil er halt Angst hat, dass er komplett zum Schwein wird oder so. Zum Zauberstab? Ja, das wäre schon lustig, die da zu sehen. Achso. Wie die da stehen. Ja, die Dursleys. Also ein Labyrinth. Okay. Hoffentlich stirbst du. Die hätten echt Voldemort angefeuert, glaube ich, ey. Oder sie hätten ihn tatsächlich angefeuert und dann die 10.000 Galeonen eingesteckt. Ja, stimmt, ne? Das wäre wirklich mal richtig interessant, hier zum Beispiel Petunia in Hogwarts, wie hätte die darauf reagiert? Ja, ne? Das alles zu sehen. Ja. Die hätte wahrscheinlich geheult. Ja, die wäre Tränen ausgebrochen. Na, oder sie hätte Snape einfach in die Fresse geschlagen, Alter. Nee, also ich glaube, weder noch. Ja, genau. Die wäre einfach super pissed gewesen und hätte gesagt, ja gut, das ist ja nicht wahr. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube schon geheult, dass sie es ja immer wollte. Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass sie das nach außen tragen würde. Hm. Aber Hogwarts überwältigt dich. Hogwarts überwältigt einen. Naja, okay. Dann hätte sie noch Snape gesehen. Oder Snape wäre ihr so ganz so wie. Und Snape verliebt sich in sie? Nein, aber Snape wäre ihr so aus dem Weg. Sie hat die Augen von ihrer Schwester. Nee, aber Snape wäre so um sie die ganze Zeit so um sie rumgetänzelt und wäre mal versucht, ihr so aus dem Weg zu gehen, wie aus einer schlechten Komödie. Oh Gott, ey, das wäre ja wirklich interessant geworden. Also das wäre eigentlich auch wirklich interessant gewesen, wie das Aufeinandertreffen von den beiden gewesen wären. Ja, voll. Das würde mich schon interessieren. Aber, naja. Wir werden es nicht so. Wir so zwei Welten, ne, die man gedanklich nicht mehr vereinen kann. Und dann heißt es ja noch, so, ja komm Harry, sie warten auf dich. Und Harry denkt sich nur, was, sind die jetzt wirklich hier? So, die warten die? Und dann kommt er halt in dieses Zimmer und sieht halt, dass Mrs. Weasley mit Bill da ist. Und ich finde das einfach schön so, dass da eigentlich auch nochmal gezeigt wird, dass das halt auch wirklich seine Familie ist irgendwie. Dass die ihn halt so aufgenommen haben und die ihn auch da unterstützen und ha. Ich fand das schön. Dann, Mrs. Weasley meckert halt immer noch irgendwie an Bill rum, weil er halt hier lange Haare hat und seinen, was war das, ein Basiliskenzahn im Ohr? Nee, was? Was? Hat er nicht irgendeinen? Na warte, der hat doch irgendeinen Zahn. Basiliskenzahn. Nein, der hat doch. Mann, als Ohrring hat er, glaube ich, irgendwie. Ja, aber Basiliskenzahn ist so riesig. Na, warte mal. Großer Ohrring. Oder ein Fangzahn oder ein Drang. Warte, wo ist ich das? Weiß es auch gerade nicht genau. Warte, ich suche das hier gerade. Aber ich bezweifle, dass es ein Basiliskenzahn ist. Wäre der nicht auch sehr tödlich? Nee, ist ja nur jetzt. Ja. Warte. Giftzähne. Ohrringe mit Giftzähnen. Okay. Also ein Ohrring mit irgendwie mit einem Giftzahn. Geil. Geilisch. Geil, Omar, ey. Das Krischi demnächst trägt. Schön als Cosplay. Ja, wer ist noch da? Es sind quasi die Eltern von Krumm da, oder zumindest der Faddy. Ne, mit seinen Eltern, genau. Und er hat die Hakennase seines Faddys geerbt. Auch die Eltern von Cedric sind da und Saddle. Und Fleur de la Cour ist auch da und hat aber eher Augen für Bill, wie hier steht. Musterte Bill über die Schulter ihrer Mutter mit unverhohlenem Interesse. Da sehen wir ja schon. Oh. Da könnt ihr ja was sehen. So leicht geht's. Ja.
Und ja, Harry freut sich halt so. Bill sagt auch, ja, hier, toll wieder hier zu sein. Hab Hogwarts seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Gibt's, genau. Und diese Aussage ist so bei, die hat bei Fans, die sich halt ein bisschen in diese Zahlen rein, oder in die Daten von Rowling rein, reinbegeben, hat da eine ziemliche Debatte angefeuert. Einfach nur diese Aussage, hab Hogwarts seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Denn es ist so, warte mal, pass auf, also es hat eine Debatte um das Alter von Charlie halt angefeuert. So Percy ist zu diesem Zeitpunkt, der ist ja schon 1 Jahr raus. Also sein letztes Jahr war das 3. Jahr, ne, von Harry. Ja. Rowling hat einmal in einem Interview rausgehauen, dass Charlie 2 Jahre älter ist als Percy. Und Bill ist auch noch mal 2 Jahre älter als Charlie. So, wenn Charlie jetzt aber 2 Jahre älter als Percy gewesen wäre, dann hätte er ja in Harrys Jahrgang sein, nicht Jahrgang, sondern in Harrys Jahr, also in Harrys erstem Jahr noch in Hogwarts sein müssen. Und das Gryffindor-Team hätte keinen neuen Sucher gebraucht. Ja. So, aber hat's ja. Und da gibt's Abhandlungen im Internet, die sich damit befassen. Hat er denn das 7. Schuljahr überhaupt gemacht? Ja, das vermuten einige, dass er dann quasi einfach aufgehört hat. Also, dass er mit. Rowling hat sich. Ja, oder Rowling und Mathe, wissen wir ja auch, ne? Hat sie ja selber. Das hat sie im selben Interview gesagt, in dem sie das mit den Zahlen, also mit dem Alter von denen gesagt hat. Da hat sie auch in demselben Interview gesagt, ja, hier, ja. Mathe ist. nee. Schall und Rauch. Aber ja, ist halt so. Also theoretisch hätte er dann irgendwie aufhören müssen. Oder Bill hat sich einfach vertan. Ja, die haben sich alle vertan. Kann ja auch sein. So, ich habe Hogwarts seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. So. Kann ja sein. Ja. Das ist, aber ist ja auch egal. Hast du den Fuddy von Cedric, der ein bisschen auf den Tagespropheten anspielt, auf den Artikel da? Dann verteidige ich halt, also das finde ich auch gut, Cedric verteidigt Harry halt direkt, obwohl die ja Konkurrenten sind, das zeigt nochmal, was für ein cooler Typ das eigentlich ist, ne? Hufflepuff, ja! Naja. Und okay. Du kleiner Sack. Bei 3 Minuten in Gryffindor und schon kehrt wenn wieder. Und interessant hierbei ist aber auch, dass Mrs. Weasley halt die Schmierereien von Rita Kimcorn verteufelt. Mhm. Aber sie fällt selbst darauf rein, weil sie Hermine so ein bisschen die kalte Schulter zeigt, als Hermine dann auftaucht. Ja. So, ne? Dann das denkst, da siehst du dann halt, okay, also Harry hier verteidigen, aber dann doch das glauben, was da über Hermine steht. Ja. Das hat mir irgendwie wehgetan, dass sie so die kalte Schulter gezeigt hat. Ja, das könnte man aber auch nochmal so sehen, dass quasi sie zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass Ron so ein bisschen in Hermine vielleicht verknallt sei, weißt du? Und Ron das vielleicht auch mal irgendwie hat anklingen lassen und sie halt so sich so denkt, die macht mein Ron jetzt hier kaputt. Mein Ronny One. Von One. Ja. Na, dann kommt es irgendwie zum Frühstück, ne? Oder die essen halt alle. Und Dann kommt's ganz Showdown. Aber die sitzen alle, oder? Oh mein Gott. Das Frühstück. Oder Essen. Irgendwas. Ah! Festessen in der großen Halle, das war's. Genau. Festessen in der großen Halle. Und was ich auch interessant fand, war, da stand halt, dass Madame Maxine halt sehr niedergeschlagen war. Die guckt halt die ganze Zeit nur auf ihren Teller. Und ihre Augen waren gerötet, wie Harry halt bemerkt. Und von der anderen Seite des Tisches wirft Hagrid ihr halt immer einen Blick zu. Und wenn wir jetzt daran, wenn wir mal zurückdenken, ist Rita Kimcorn hat ja einen Artikel über Hagrid veröffentlicht, in dem sie ja quasi ihn als Halbriesen outet. So, ja. Hagrid weiß ja nichts davon, wie die Rita an diese Infos gekommen sind. Und wird, vermute ich jetzt mal, weil er hat es ja der Maxim erzählt, der Olympe, vermuten, dass sie quasi ihn verraten hat und das an die Kimcorn gegeben hat. Daraufhin hat er dann, denke ich mal, ihr entweder die kalte Schulter gezeigt oder sie irgendwie fertig gemacht. Und deswegen ist sie ja so traurig und er guckt sie halt an. Ja. Was halt auch nochmal so ein bisschen zeigt, finde ich, dass sich die Beziehung der beiden auch so ein bisschen verändert hat. Weil am Anfang war Hagrid ja im Prinzip nur dafür gut, um Informationen zu kriegen für die Aufgabe.
Und jetzt siehst du ja, jetzt hat sie das dann doch schon getroffen, dass er ihr das scheinbar vorwirft. Auch wenn es nur so zwischen den Zeilen steht. Aber finde ich so Kleinigkeiten finde ich immer cool. Da kannst du schon wieder so viel reininterpretieren. Ja. Mhm. So, was kommt dann? Na, geht's dann nicht zur Aufgabe mal so? Versuch, ja. Genau, es kommt zum Irrgarten. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Genau. Ja. Die Teilnehmer starten alle. Also es werden nochmal die Punkte genannt. Da liegen Harry und Diggory in Führung. Dann Krumm und zum Schluss Fleur. Da ist mir aufgefallen, dass gar nicht genannt die Punkte von Fleur nicht genannt wird. Die hat also keine. Entweder muss. Und die Französin. Und das ist so. Und. Also es wird halt so glorreich gesagt, dass Harry und Diggory halt da anführen mit 85 Punkten und Krumm nur mit 5 Punkten dahinter liegt und danach Fleur de la Cour. Und es ist so. Und ihre Punkte, yeah, bitte? okay. Scheinbar müssen es so wenige sein, dass sie nicht erwähnenswert sind. Aber prinzipiell haben ja alle die gleiche Chance, jetzt noch zu gewinnen. Ja, also die Staaten. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Die Cedric und Harry laufen ja sozusagen zeitgleich los, schauen sich nochmal an und laufen dann in zwei verschiedene Richtungen weiter. Und dann sind sie im Irrgarten. Naja, sie kriegen vorher noch diese Instruktionen mit roter hier drei Funken nach oben sprühen, wenn sie das abbrechen wollen oder Hilfe brauchen, wie auch immer. Ja. Ja, dann ist Harry alleine im Irrgarten und er ist halt so unterwegs und läuft und er wundert sich irgendwann, dass ihm einfach nichts passiert. Also er erwartet eigentlich schon seit Minuten irgendein Hindernis und das kommt einfach nicht. Ja, ja. Und dann läuft ihm Cedric über den Weg, der halt total abgekämpft und total zerfleddert aussieht. Ja, genau. Da denkt er sich dann auch, okay, habe ich den richtigen Weg gewählt, wa? Puh, wo bin ich außenrum gelaufen? Was ist hier los? Was ist das? Ja, aber er hat auch gute Instinkte, dass Harry das halt auch sofort auffällt, ne? Was, hier ist nix? Wieso? Warum? Was ist hier? Ach, ganz kurz, dann, die Punkte waren dafür gut, wer zuerst starten darf. Genau, genau. Labyrinth, ne? Ich habe mich gerade gefragt, wofür waren dann eigentlich die Punkte, wenn am Ende nur... Oh ja, stimmt. Ja, ja. Ja, es ist einfach vergessen. Nur die Reihenfolge, wer also halt sozusagen ein Vorteil des ersten Zuges. Genau. Genau, ja. Aber so wirklich einen Vorteil bringt es hier im Irrgarten, jetzt sage ich mal auch nie unbedingt. Ja. Oder, also, ja, naja, egal. Ja. Ja, ja. Und dann begegnet Harry tatsächlich dem ersten Hindernis, einem Dementor und will ihn natürlich sofort mit einem glorreichen Patronus vernichten. Und dann, die Szene finde ich sehr lustig, stolpert dieser Dementor über seinen Umhang. Okay. und dabei erkennt er, dass es halt ein Irrwicht ist und kann ihn halt mit dem hier... Ridiculus. Ridiculus, genau, danke. Zurückverwandeln. Ja. Dann geht er weiter. Dann gibt es irgendwie diese merkwürdige Situation mit Fleur. Ja, er hört sie schreien. Ja. Und will halt zu ihr hinkommen. Und er verfängt sich dann in diesen Zaubernebel. Kann man nicht so richtig beschreiben, ne? also er findet auch Fleur nicht. Und ich habe aber auch mal so über nachgedacht, irgendwie, warum schreit Fleur? Also... Moody sagt ja, oder was heißt Moody? Barty Crouch sagt ja am Ende, er hätte sie betäubt. Mhm. Aber wenn er sie betäubt hätte, dann hätte sie doch eigentlich gar nicht schreien können. Und wenn sie ihren Angreifer vorher gesehen hätte, dann wäre es doch irgendwie sicher gewesen, sie zu töten. Also an seiner Stelle, weißt du? Ja, vielleicht hat sie sich erschreckt und hat deswegen geschrien. Ja, kann auch sein. Vielleicht hat er sie ja auch von hinten gepackt oder... Ja. Also oder er war sich einfach so siegesgewiss, weil er ging ja davon aus, dass Voldemort gleich zurückhört, dass er sich dachte, die kommt jetzt auch nicht an. YOLO. YOLO! ja, ja. ne, dann dieser komische Zaubernebel.
wo sich halt irgendwie die Welt einfach umdreht. Also, so war das doch, ne? Dass die sich ja, halt genau. Das hätte ich gerne auch im Film gesehen, voll ja. geil. Das wäre, glaube ich, cineastisch ziemlich interessant geworden, ja. Ja. Aber das, also, ja, genau, es ist dieser komische, wo die Welt kippt und dann ist Fleur auf einmal raus. Das motiviert auch Harry so ein bisschen, in dem Sinne von, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Die Chance ist greifbarer geworden. Und dann kommt diese noch schlimmere Szene mit Krumm. Ganz kurz, mit Krumm hat Krumm nicht Fleur angegriffen mit dem Imperius-Fluch, also der auf Imperius-Fluch von Moody? Nee, Krumm greift Cedric an, ja, mit Crucio. Ja. Aber Fleur nicht? Nee, also nicht im Buch. Nicht im Buch. Ah, okay. Nicht im Buch. Da sagt Crouch ja selbst, dass er das war. Und dass er dann halt Krumm mit dem Imperius-Fluch belegt hat. Da frage ich mich halt auch. Er hat ja dann den Krumm, benutzt ja dann, also quasi der gelenkte Krumm, benutzt ja dann den Crucio an, also gegen Cedric. Und da denke ich mir aber auch, warum? Also warum der Cruciatus-Fluch, warum den nicht einfach betäuben? Das wäre halt ruhig, also relativ still gewesen, das hätte Harry gar nicht mitbekommen. So nach dem Motto, weißt du? Aber naja. Ist vielleicht doch so eine Wesensfrage von Crouch. Ja, und von Krumm. Ja, kann auch sein. Weil er ist ja, also, ich meine, Krumm wird jetzt nicht so, weiß ich nicht. Aber er kommt einem ja schon auch sehr hart rüber. Vielleicht will er auch einfach in einem gewissen Grad das auf jedem Weg, mit jedem Mittel erreichen, zu gewinnen. Und will deswegen halt dann den gut aussehenden Cedric Diggory irgendwie beiseite schaffen. Mhm. Ja. Da kämpfen sie gegen den und halt die trennen sich dann wieder, oder? Ja, ja, die kommen später, glaube ich, nochmal. Ja, genau. Und dann begegnet Harry dem also einem weiteren Rätsel, nämlich dem der Sphinx. Sphinx? Ja, ja. Mit diesem Gedicht. Wo er dann sozusagen die Silben zusammensetzen muss. Ja, da habe ich mich auch immer. Das hatten wir auch schon mal im Podcast, das Thema, dass die Sphinx nicht im Film war. Ja. Das war auch schade. Auch überhaupt, cool, da haben die so viel weggelassen. Ach, das war doch die letzte Folge sogar mit Cuddy, wo wir uns darüber aufgeregt haben. Aber wir hatten auch mal. Diese Hecken einfach nur, ey. Genau, wir hatten aber auch irgendwie mal unsere Top 3 Fantastic Beasts oder so, da hatte ich die Sphinx auch mit drin. Ja. Ja, in Folge 2 oder so, ich weiß nicht mehr. Irgendwo. Ja. Das Spinne war das, ne? Das genau, Lösungswort? Das Lösungswort ist im Englischen so wie im Deutschen Spinne. Das habe ich gelesen sozusagen dann nochmal, dass es hier nochmal als Übersetzungs Erfolg gelobt wird, weil es ist ja nicht so einfach, so einen Reim, der im Englischen kommt, dann auch wieder reimend auf Deutsch zu bekommen. Ja. Mit demselben Wort. Also, Dankeschön. Aber es glaube, also es ist halt raus. Ja, ich meine, es ist ja auch mal eine ganz andere Aufgabe, die er wirklich die er mit dem Kopf halt lösen muss. Und da hilft ihm keine Magie. Er kann die Sphinx nicht verzaubern, er kann zurücktreten und einen anderen Weg wählen, aber möglicherweise führt ihm das nicht zum Ziel. Also hier ist sein Köpfchen gefragt. Und er schafft es, das jetzt zu lösen und kommt dann weiter und sieht dann den Pokal und trifft dann erneut auf Cedric. Und dann Cedric bemerkt halt eine Akromantula nicht. Diese Spinne, die Akromantula. Da hatte ich auch noch gelesen, dass quasi hier diese Spinne von der Sphinx so eine Art Warnung sein soll, dass noch eine Akromantula kommt. Aber das ist nur von irgendeinem Fan so. Aber ist halt ganz, ganz nett. Und Cedric kriegt die aber nicht so richtig mit und Harry will sie halt warnen. Ja. Und die greift dann aber Harry halt darauf hin an, die Akromantula.
Harry kann sich dann halt noch... Ah, wir haben ganz vergessen, da war noch ein knallrümpfiger Kröter als ein Hindernis bei. Stimmt. Ein 3 Meter langer knallrümpfiger Kröter. Für die Leute, die halt nur die Filme kennen, die knallrümpfigen Kröter sind so ein paar Tiere, die hat Hagrid irgendwie, scheinbar so auf halblegalem Weg im Darknet erworben. Und die Schüler sollen halt das ganze Jahr über die halt irgendwie großziehen. Und die haben aber keine Ahnung, was die essen und wie man die irgendwie, also die haben keinen Schimmer davon. Und am Ende muss ein Gag unterbringen. How to sell knallrumpfige Kröter online fast. Sehr schön. Musste ich jetzt loswerden. Das ist gut. Genau, und die bringen sich dann auch irgendwann alle gegenseitig um und so. Und am Ende ist wohl scheinbar nur noch einer übrig, der dann halt da im Dings ist. Halt 3 Meter lang. So, und den macht Harry halt mit einem Lebenszauber weg. Bäh. Radiert. Ja. Ja, gut, stimmt. Zusammen machen sie halt, oder besser gesagt, weil Harry ja im Prinzip Cedric da so geholfen hat, sind die jetzt auf einmal Best Buddies und keiner will jetzt so richtig den Sieg für sich beanspruchen und Cedric sagt ja sogar, dass er quasi für Harry darauf scheißt, Hufflepuff den Ruhm zu geben, den es irgendwie jahrzehntelang nicht hatte. Das ist halt auch nochmal, da siehst du nochmal, was für ein Ehrenmann er ist. Der Cedric. Halt wie vorhin, ne? Als er quasi seinen Fuddy zurechtgewiesen hat, als der dann Harry runtermachen wollte. Das ist schon, ne? Und dann einigen die beiden sich halt natürlich. Also erstmal in dem Moment denkst du dir, oh Cedric, du bist so ein guter Mann. Und dann sagt Harry auch noch, weißt du was, ich verzichte auch. Und dann packen sie halt beide den Portschlüssel an und es geht los. Zum Kapitel. Aber das Kapitel ist zu Ende. 32 kommt dann, theoretisch. Ja. Fand ich eigentlich damals ein relativ cooles Kapitel. Weil halt auch so viel passiert halt in diesem Labyrinth und da war man dann wirklich enttäuscht, wenn man das dann im Film gesehen hat. Ich fand aber ehrlich gesagt, dass es passiert in diesem Kapitel, obwohl es die dritte Aufgabe heißt, erstmal super lange viel Zeug, das nicht die dritte Aufgabe ist. Und dann halt dieses ganze Vorgeplänkel mit halt mit den Edgern, mit den Frühstück, mit den Üben, mit Rita, mit dem Nachtragen von dem Dumbledore. Aber das hast du bei den anderen Kapiteln auch. Also bei den anderen Aufgabenkapiteln, da hast du immer so ein Vorgeplänkel, wo erst gezeigt wird, wie Harry quasi trainiert. Das hast du wirklich bei jedem der Kapitel gehabt. Ja, es ist mir halt hier nochmal so explizit aufgefallen. Ja, das einfach, ist schon... Einfach, weil es so schon so, es hat schon diesen Titel und denkst du eigentlich, wenn du den Titel liest, okay, wir sind mitten im Irrgarten, jetzt geht's los. Im Prinzip noch ein Artikel draus machen können. Kapitel, nicht Artikel. Ja, einfach so ein die Zeit davor oder sowas, keine Ahnung. Ja. Benennen soll es jemand selber. Anderes. Ja. Der Übersetzer. Wie auch immer. Ja, das, also ich fand dann halt im Gesamtkontext, dass die dritte Aufgabe halt dann dadurch gar nicht so lang wirkt. Ja. Also halt dieser Weg, bis er den Pokal anberührt und feststellt, dass er nicht nach vorne einfach nur geworfen wird. Ja, ja. Ja. Sonst fand ich es hier ganz cool, wie Hermine sozusagen herausgefunden hat, dass Rita Kimcorn ein nicht registrierter Animagus ist. Und dann halt auch, ist auch so eine Sache, die ich in den Filmen halt ein bisschen vermisse, weil das erklärt so vieles. Auch, dass halt die Eltern, also oder Verwandten halt da sind mit diesen, sie begrüßen sie halt schon am Vormittag. Gibt es halt auch im Film nicht. Es wird halt gar nicht erklärt, warum ist echt viel weggelassen. Cedrics Vater halt auf einmal da ist. Naja. So im Dreamland. Der wird ja im Film, glaube ich, direkt draufgehalten, wo er ihn halt so bejubelt. Naja. Und bei den vorigen Aufgaben sind ja die Eltern gar nicht da. Nee. Gesundheit. Das stimmt. Das also so, also Gesundheit. Ist, danke. Aufwischen. Es wird halt gar nicht so richtig, also es ist jetzt nicht so schlimm, man kann darüber hinwegsehen, wenn man das nicht mitbekommt, sage ich mal, oder das nicht groß in Frage stellt, aber es
gibt halt keine Erklärung, warum die jetzt auf einmal zur dritten finalen Aufgabe halt da sein dürfen. Ja, ja. Das Studio, also Warner Bros. Wollte ursprünglich von, die wollten halt, dass das ein Zweiteiler wird. Und der Regisseur hat aber gesagt, nö. Das wäre auch interessant geworden, ne? Ja, das wäre auch echt interessant. Wo hätten sie da den Cut gemacht? Ja, nach der zweiten Aufgabe? Wahrscheinlich irgendwie nach der zweiten Aufgabe. Ja. Boah, aber das ist auch ganz schön. Mitten in der zweiten Aufgabe. Da hätten sie so sowas gemacht, irgendwie so, Harry wird auf einmal ohnmächtig oder so. Und dann Cliffhanger. Oh nein, ist er jetzt tot? Und ist in den nächsten 3 Harry Potter Filmen nicht dabei? Gibt's schon neue Bücher? Ach ja. Naja, naja, okay. Ich hab grad noch so, ich guck mal wegen Trimagischem Turnier. So ein paar kleine Fun Facts, die ich aus meiner Harry Potter Timeline habe. Ungefähr 1294 fand das allererste Trimagische Turnier statt. Das wissen wir nämlich, weil Dumbledore quasi im Jahr 94 erklärt, dass vor ungefähr 700 Jahren das erste Turnier zwischen den drei zwischen den drei Schulen stattfand und dann alle fünf Reise Jahre nach Jerusalem und dann alle fünf Jahre lang quasi ausgetragen wird. Ja. Und dann ist, also wir wissen auch nicht mehr so ganz viel, dann 1792 ist das vorerst letzte Trimagische Turnier. Da zu viele Teilnehmer während des Trimagischen Turniers getötet wurden, in diesem Jahr sogar die Richter verletzt wurden, wollte man diese Tradition quasi erstmal einstellen. Es gab dann wohl danach, steht auch geschrieben, bei Feuerkelch immer mal wieder erfolglose Versuche, das Turnier nochmal aufleben zu lassen. Aber ja, halt über 200 Jahre lang wurde es halt nicht ausgetragen. Haben wir noch nichts was? Ausgelernt. Nee. Och, jetzt machen wir das einfach nochmal und wir lassen Schüler einfach nochmal sich gegenseitig möglicherweise umbringen. Diesmal wird alles besser. Ja, natürlich. Was soll schon passieren? Ja, ja. Diesmal habe ich mich aber, also wir haben eine kleine Hausaufgabe gehabt, dass sich jeder eine eigene kleine Aufgabe überleben soll fürs Trimagische Turnier und diesmal habe ich mein Hund hat die Hausaufgabe. Mein Sohn ist damit weggerannt. Nee, diesmal habe ich mich da wirklich nicht so krass drauf vorbereitet. Ich habe diesmal wirklich nur so eine grobe Idee im Kopf. Bei mir ist es so, die Aufgabe würde sich, wäre quasi die letzte Aufgabe, die quasi gemacht wurde, bevor das Trimagische Turnier dann erstmal für 200 Jahre lang eingestampft wurde. Da steht nämlich auch geschrieben in, warte mal, wo war das überhaupt, wo stand denn das? Ah, jetzt muss ich gerade selber gucken, dass ich hier keinen Scheiß erzähle. Ach ja, auf Pottermore steht, glaube ich sogar. Nee, auf Feuerkelch. Dass das Turnier halt, also dass ein Basilisk den Richter verletzt hat. Also, die haben eine Aufgabe gehabt mit einem Basilisken. Alter, na, da könnte man auch irgendwie nochmal so ein paar Infos raushauen von Rowling. Ja, ja, und da habe ich mir so überlegt, das wäre schon eine Aufgabe mit einem Basilisken. Wie geil wäre das denn? Da kannst du richtig eigentlich krassen Scheiß machen. Und da habe ich mir nur so überlegt, so im Prinzip ist es wirklich so, du hast einen Basilisken und du hast aber als Aufgabe ist es, du darfst den nicht töten. Aber du musst den besiegen, quasi. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen labyrinthmäßig, habe ich mir gedacht, so. Oder so ein bisschen wie diese ganzen Rohre bei Kammer des Schreckens und so, weißt du? So aufgebaut. Und der Clou, um zu gewinnen, ist dann nachher der, dass du quasi den Basilisken selbst versteinerst, indem du da irgendwie ganz viele. Also ich habe mir überlegt, dass es wie so ein Spiegelkabinett ist und du musst die Spiegel dann nachher so drehen, dass der Basilisk quasi sich selbst die ganze Zeit anguckt und dann selbst versteinert wird. Geht das? In meiner Welt ja. Ah ja. Nee, aber das wäre so interessant. Frau Rowling. Quasi die einfach der. Also quasi einfach die Aufgabe, den Basilisken besiegen, ohne ihn zu töten. Weil töten wäre vielleicht. Brauchst du dafür 3 Basilisken für jeden Teilnehmer einen oder? Nee, die sind krass. Ich meine, wenn er dann versteinert ist. Ja, die haben den Allround-Trank da, dann kriegt er den Rücken massiert. Sagt er, komm, Runde 2 und jetzt geh wieder in den Ring. Den langen, langen Rücken. Genau. Und dabei ist dann natürlich ein bisschen was schiefgegangen, weil einer dann irgendwie
anstatt ein Spiegel irgendwie die Wand getroffen hat und dann ist da ein Loch drin gewesen und dann ist der Basilisk halt raus und hat einen Richter gebissen und so. So würde ich mir das vorstellen. Das wäre nicht schlimm. Oh, Christine, du warst gerade wieder kurz Robocop. Jop. Naja, ab und zu muss ich das halt mal sein. Oh Gott, ab und zu. Gut, dann würde ich erstmal sagen, dann kann Dorian ja erstmal von seinem Dingsbums erzählen. Also ich habe mich da echt extrem schwer getan. Ich dachte am Anfang, ja, da wird mir schon irgendwas einfallen. Dann hatte ich auch so eine kleine Idee und habe die letzten Tage noch so überlegt, ja, jetzt langsam brauche ich aber echt was Geiles. Und ich habe bis heute nur eine ganz grobe Idee. Ich habe gedacht, irgendwie so ein Besenrennen quasi, vielleicht auch ein Zeitrennen mit einem bestimmten Kurs oder so, wo dann so Hindernisse sind. Und ich habe mir überlegt, vielleicht, dass die Leute von den anderen Schulen die Hindernisse stellen. Natürlich jetzt nicht irgendwas total Gefährliches, aber quasi so Zaubersprüche, die dann, ja, wie Snape auf Harry gemacht hat, sowas. Ja, und dann müssen halt die damit klarkommen und die schnellsten sein. Das war so mich, meine Idee. Das erinnert mich gerade so ein bisschen. Wir haben damals in der Schule, das gibt es bestimmt in ganz vielen anderen Namen, damals im Sportunterricht Römer und Germane gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein. Sagt mir gar nicht. Das war im Prinzip, es gab zwei Teams und quasi es wurde der gesamte Sportraum, sagen wir mal, mit dem gesamten, mit allen Sportgerätschaften, die da sind, aufgeschlossen. Also so Barren und hier Bock und was nicht alles gibt, Matten. Und im Prinzip konnte man sich dann mit all dem, was da war, wie so eine Art Burg bauen. Oder, nein, nicht Burg, aber halt Hindernisse bauen. Und Ziel war quasi so, jeder hatte sein Feld. Und ganz hinten auf bei jedem Feld war halt eine Matte. Und du hast halt einen Punkt erzielt, wenn du quasi von deinem Feld quasi auf diese gegnerische Matte gesprungen bist und dabei einen Ball gehalten hast. Und die anderen haben dich halt versucht abzuwerfen oder halt mit diesen Hindernissen. Das wäre doch lustig, das mit Besen. Ja. So, das wäre so Römer und Germane Zauberer-Style. Kennt das Spiel irgendeiner aus seiner Schulzeit? Das will ich wissen. Wenn ja, wie hieß das bei euch? Das war übelst geil immer. Also das war, glaube ich, das war wirklich cool. Also dann konnten wir uns halt auch wirklich bedienen und ja, komm, nehmen wir den Bock noch, stellen wir den da hin. Ja, guck mal, wenn wir jetzt hier das Sprungbrett hinstellen, dann kommen wir da besser über die Ecke und so. Das war echt cool. Also. Ich glaube, das haben die eingestellt wegen zu hoher Verletzungsgefahr. Ja, ich glaube auch. So ein ungesicherter Bock, der an der Wand steht, um dann über eine Wand zu springen. Das ist geil. Also es klingt wirklich cool, aber ich glaube... Ja, das war, glaube ich, auch immer so, wenn die Sportlehrer einfach keinen Bock hatten, irgendwie, oh nee, Ausdauerlauf schon wieder, draußen ist kalt, oh ja, hier, mach mal hier. Wie ist was? Da wurden doch die meisten Leute rausgeschaut, hier, ja, los, geht mal rennen. Bei Wind und Wetter. Ja. Nee, ich hatte zum Glück einen coolen Sportlehrer, aber... Ich nicht. Schöne Grüße. Ich grüße meinen Sportlehrer. Udo, du warst toll. Tine, deine Aufgabe. Oder hast du noch was, Dorian, dazu zu sagen? Das war alles. Ich keine Ideen mehr. Nee, das ist, ja, das wäre schon cool, dass du auch so das, weil sonst ist ja auch langweilig für die ganzen Schüler von den Schulen, ne? Die sind halt da und gucken denen zu. Können voll die Action machen. Wisst ihr, die Frenchie-Mädels und Boys sind da rübergeflogen und die Bulgaren oder, nee, wie war das bei Harry Potter und einem Plastikpokal? Die Ungarn? Ist egal. Die sind halt auch alle da und dann gucken die nur zu. Die gucken halt dreimal zu und die machen nix. Das wäre doch voll geil, wenn man die einbinden. Ich wollte die halt einbinden. Das finde ich schön. Das ist, hast du einmal was Tolles gedacht. Doch, das wäre cool. Naja. Und, Wahnsinn. Tine, deine Aufgabe jetzt. Wir haben 2 Stunden Zeit. Sag an. Sorry, Nico. Alles okay. Also ich war mal bei einer ähnlichen Aufgabe wie mit dem Fliegen. Ich habe mir nur gedacht, es sind keine Besen, sondern Drachen. Dass sie auf den Drachen reiten müssen und halt irgendeinen, was auch immer, Parcours halt schaffen, irgendwo hin und runter fliegen. Aber eigentlich habe ich immer so gedacht, naja, also ohne dass es komisch klingen soll, aber ich habe immer an so einen Wer wird Millionär gedacht. In Magier-Variante halt. Ich habe versucht, mir eine Aufgabe zu überlegen, bei der sie halt keine Magie einsetzen können.
sondern halt wirklich wie so eine Hermine Granger gemachte Aufgabe ihr Köpfchen benutzen müssen. Oder halt auch wie im ersten Teil diese Logikrätsel, die das Snape gestellt hat mit den Zaubertränken. Ja. Dass ich meine, diesen, das habe ich mir gedacht, bevor ich das Rätsel mit der Sphinx gelesen habe. Aber ich dachte mir so, ja, genau in so eine Richtung müsste das eigentlich mal komplett kommen, weil das ist halt, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, wie das halt auch irgendwie interessant gestaltet wäre. Aber es wäre halt eine Möglichkeit, eine Aufgabe, die schwer zu beeinflussen ist oder zu manipulieren. Weil du halt entweder musst du die Fragen vorher wissen, die gestellt werden, oder halt die Logikrätsel wissen, die vorher gegeben werden. Vielleicht müssen sie auch einfach nur eine Runde jeder einzeln Zaubererschach spielen. Wäre auch mega spannend. Aber ja, klar. Also ist halt, also halt mit den Regeln, mit den großen Figuren eines Zauberschaches halt, und sie müssen sich eine Figur raussuchen, auf der sie halt sitzen, sein wollen oder die sie einnehmen wollen. Und sich dann halt einmal durchs Feld spielen. Ja. Es, also bestimmt ist halt die erste, zweite, dritte Aufgabe ist halt super actiongeladen, mehr oder weniger. Und obwohl du bei der zweiten Aufgabe ja auch eigentlich nichts siehst, außer dass jemand ins Wasser taucht. Ja. Und hoffentlich wieder auftaucht. Ja. Und so eine Schachrunde kann ja auch cool sein. Wenn es halt sehr, also wenn sich jemand, wenn es wirklich ein spannendes Turnier ist. Das stimmt. So ein bisschen knapp und schwierig. Ich meine, es muss ja dann irgendwer der Gegenspieler sein. Ja. Kommt da der Großschachmeister oder irgendwie sowas von? Ja, oder halt irgendeiner, der der jeweilig anderen, das wird ausgelost, welcher Champion gegen welchen Hausmeister der anderen Häuser spielen muss. Die spielen einfach alle gegen Dumbledore. Filch. Naja, halt so eine Fleur gegen Dumbledore Schach spielen. Alter, ich glaube, die sieht kein Land, ey. Die sieht kein Land. Ich fand aber auch ein bisschen schade, dass Fleur, also ich fand, die hat ein bisschen schwach gewirkt in dem Buch. Da hätte ich schon irgendwie gedacht, da hättest du nochmal zeigen können, Frauenpower. Also dass die halt immer letzte ist, ist irgendwie komisch. Fand ich so. Ja. Die hätten sie ja auch einmal irgendwie Zweiter werden lassen können oder irgendwie sowas oder keine Ahnung. Aber naja. Ja, das Problem habe ich auch. Das ist so das Grundlegende, was, also warum ich Fleur nicht so sehr mag, weil die halt so, halt, da ist die einfach nur dieses typische Mädchen, also dieses Klischee-Mädchen. Sieht einfach nur gut aus, aber kann nichts. Ja. Dorian hat gerade gar nicht zugehört, weil er die ganze Zeit an Photoshop... Doch, ich habe schon zugehört. Dorian hat was... Das Cooles. Seht ihr dann auf Facebook. Ja. Das ist doch schick. Das wird, glaube ich, das Bild einfach für die Folge. Was? Was? Das wird doch der Titel. Jetzt hast du wieder zwei Bilder für die Folge. Ah, schön. Ja, ja, also sowas nicht magisches wäre immer interessant, also wo nicht so viel Magie mit drin wäre. Also halt, um halt auch zu beweisen, dass sie nicht nur mit dem Zauberstab fuchteln können, ja. Sondern halt auch ein Gehirn haben und denken können. Im Prinzip ist, habe ich mir so gedacht, ist ja so sowas wie Joko und Klaas gegen ProSieben oder Schlag den Raab, ist ja eine Muggel-Light-Version vom Trimagischen Turnier, nur ohne andere Schulen. Naja, es ist immer eine Schule gegen eine andere Schule. Ja, quasi, ne? Es ist, oder so eine Art Versteckspiel irgendwie, dass die anderen Schüler aus den anderen Schulen denjenigen suchen. Du musst müssen. Alle Hogwarts-Schüler finden. Nee, den Champion, der muss sich halt irgendwo in Hogwarts verstecken. Und Harry versteckt sich natürlich im Raum der Wünsche. Natürlich. Keine Ahnung. Den hat er natürlich noch schon kennt. Ja. Verstecken wir aber auch lustig. Dann steht Viktor Krumm da. So an der Ecke. 99, 100. Oh. Ich komme. Eckstein, alles muss versteckt sein. Mäuschen, piep einmal. Sehr schön.
Das war schon geil. Mach mal Piep. Und Harry nur so Piep. Das wäre schön. Da hätte Harry dann aber einen Vorteil mit der Karte des Rumtreibers. Oh, das wären wahrscheinlich nicht genehmigte Hilfsmittel. Ah, aber wäre schon. Und der Raum der Wünsche wäre bestimmt auch nicht freigegeben. Ja. Oder halt so Fangen. Fange wäre auch cool. Die ganz Hogwarts Fange spielen müssen. Die hätten auch einfach Quidditch spielen können. Ja. So, drei, also halt jede Schule stellt ein Team. Es wären dann wieder halt aber so Teamsachen, ne? Keine Champion-Sachen. Ja, aber der Champion muss sich ein Team wählen. Er darf nicht das. Also, wenn die Leute halt schon Quidditch spielen, ja, aber er darf sich nicht das reine Haus-Quidditch-Team zusammensetzen. Oder die werden gelost oder sowas, mit denen er halt spielen muss. Ja, das wäre auch lustig. Das würde den Zusammenhalt schildern. Genau, und das würde halt prüfen, ob er sozusagen Führungsqualitäten hat. Ja. Das wäre auch funny. Ja. So, oder Harry muss halt als kommt eigentlich. Ja, man kann eigentlich viel machen, aber mir ist irgendwie auch nichts eingefallen. Nee. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns doch eine Nachricht. Ja, wir wollen das wissen. Das könnten wir wirklich machen und auch nächste Folge vortragen, vielleicht ein paar gute. Können wir machen. Also wir wollen auch nächste Folge, werden wir dann auch die, wenn wir es nicht vergessen, die quasi die Gewinner vom Lockhart, also vom Fester Verlag Gewinnspiel küren. Da werden wir dann die besten Locker-Texte wahrscheinlich mal vorlesen, wenn wir es nicht verschicken. Ich freue mich schon. Ja. Ich auch. Und ja, die nächste Folge wird auch so wahrscheinlich das Thema Halloween haben. Habt ihr sonst noch irgendwas? Würdet ihr teilnehmen, wenn ihr könntet? Auf gar keinen Fall. Also ich glaube echt, wenn ich Zauber wäre, also ich habe zwar ein gesundes Selbstbewusstsein, aber ich glaube nicht, dass ich mich da... Du würdest 10.000 Galleonen gewinnen. Ja, aber ich wäre schon so ein bisschen realistisch. Also na gut, ich würde meinen Namen schon in den Feuerkelch werfen und der würde ja dann sagen, ob ich es drauf habe oder nicht. Sag es so. Also ja, aber du kannst halt trotzdem immer noch sterben, ne? Ja. Ja. No risk, no fun, ne? Das ist mein Motto. Settle. Settle. Aber guck mal, Cedric ist nicht bei einer Aufgabe gestorben. Das musst du mal so sehen, ne? Toll. Das musst du mal so sehen. Ja, nö. Ja doch, ich würde, denke ich, schon mitmachen. Aber du würdest deinen Namen da reinwerfen. Ich würde meinen Namen reinwerfen, aber ich würde nicht gezogen werden. Ich stell mir gerade so vor, wie... Hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen, Christopher? Krischi! Oh Mann, ey. Was hast du getan? Krieg ich jetzt eine Playstation? Oder wie geht das? Oh, hoffentlich kriege ich einen Glumanda. Es ist wieder nur ein Pikachu. Pikachu. Oh Gott, ich weiß, was ich nachher gucke, ey. Ja, nö, also ja, ich stelle mir auch vor, wie irgendwie Gilderoy Lockhart zu seiner Zeit, hättest das Turnier gegeben, einfach irgendwie so 100-mal seinen Namen reingeworfen hätte. Oh ja, und sich durchgemogelt hätte. Naja. Geil. Sich als einziger Teilnehmer einer anderen Schule angemeldet? Das wär's. Er hat bestimmt die Idee gehabt. Ja, klar. Naja. Gut, Mädels. Er schreibt auch die Aufgaben für das Trimagische Junior. Ja, das ist natürlich. Er weiß es alles nicht mehr. Er erinnert sich nicht mehr dran. Deswegen sind die auch so waghalsig. Ich würde jetzt, ich würde so langsam Schluss machen wollen, weil ich merke auch langsam, ich bin ein bisschen müde. Was? Ich würde aber, wir wollen ja unsere Playlist nochmal ein bisschen befüllen. Daher wird jetzt nochmal ein wildes Rumgeklicke sein. Und zwar kann mir die, ja, wer möchte anfangen? Ladies first. Okay, du, was hast? Also ich habe einen, ich schicke dir mal einen Link. Wo eine Link? Warte, zu falscher Channel hier. Boah, Digga, Mann, ey. Ich stell's mal da rein. Allgemein, ja, da. Okay, du kannst was dazu sagen. Also das ist, diesen Song widme ich Rita Kimcorn.
Also er nennt sich Ladybug, also Marienkäfer. Mein Luther Kimkun ist jetzt kein Marienkäfer, sondern irgendein grüner Käfer. Aber und also das ist so was, das ist rein melodisch, geht nur anderthalb Minuten irgendwas. Und das denke ich mir so, das ist, glaube ich, spielt in dem Kopf immer so. Wenn Leute sich darüber irgendwie über sie aufregen, kommt das. Okay. Ist drauf. Auf der Eine für alles Playlist. Findet ihr auf Spotify. Ich habe mir noch genommen, ich dachte mir so, das hätte ich eigentlich schon beim letzten Mal genommen, das hätte gut auf Harry gepasst. Aber es passt jetzt auch gut bei so einem Turnier irgendwie. Ich dachte mir, von Fort Minor, Remember the Name. Das passt irgendwie zu Harry, finde ich. Ich weiß auch nicht. Das ist ein doch, das passt zu ihm. Dass man sich auch, also man erinnert sich hundertprozentig an seinen Namen. Den finde ich gut. So, und du, Dorian? Genau, ich habe von der Band, das habe ich zufällig entdeckt. Ich war jetzt gar nicht groß auf der Suche nach einem Song für die Playlist, aber ich hatte die Band für mich entdeckt, From First to Last. Von dem Album Dead Trees gibt es nämlich einen Song, wo der Titel mir direkt ins Auge sprang. I solemnly swear that I am up to no good. Und ich dachte erst, der Song fängt mit einem Harry Potter Sample an. Nicht ganz, aber es klingt sehr nach dem Soundtrack am Anfang. Und dann wird es halt ein sehr geiler Rocksong. Und ja, das passt doch. Ja. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Sache, die passt sehr gut zu unserem Thema quasi, dem Trimagischen Turnier. Und ich finde einfach diese Fanfare so episch vom Trimagischen Turnier. Das heißt einfach nur Hogwarts March. Stimmt, das ist der March, nicht die genau. Hymne. Ja. Finde ich aber super. Das ist so ein toller Song. Der ist halt so inbrünstig irgendwie. Den hatte ich ganz lange auf meinem steinalten MP3-Player laufen. Geil. Und immer, wenn wir irgendwie wandern waren mit der Familie, habe ich den laufen gehabt. So. Man muss echt sagen, die Komponisten haben alle einen geilen Job getan, oder? Ja, das oder? Ist wirklich, das ist echt gut. Es gibt ja drei verschiedene, vier verschiedene. John, ne? Williams, Patrick Doyle. Die ersten drei. Patrick Doyle, vierter. Dann haben Alexandra wir Hooper, 5 und 6. Achso, und Alexander Desplat. Und dann Desplat, genau. Genau. Allesamt super. Ja, die hauen rein, Digga. Da gehen auch nochmal Grüße raus. Ja, Digga, Granit an dich. Ja, ja. Ja, also es ist einfach ein geiler Hogwarts-Song, ey. Okay. Ganz ruhig. Krischi. Danke. An deinen Beatbox-Qualitäten müssen wir ein bisschen arbeiten. Nein, auch. Oh, na gut. in diesem Sinne, ich habe eigentlich auch nichts mehr für heute. Also ich würde auch echt langsam mal ausmachen, weil Krischi hat doch noch irgendwie Hunger. Der macht sich jetzt auch einen Mitternachtssnack. So ein paar geile Buletten oder so. Mal gucken. Ja, es war schön mit euch hier zu sein, mal wieder. Es war mir so, kann ich noch eine Sache ganz kurz... Na klar, du kannst auch gerne noch was auf den Playlist machen, wenn du willst auf die Playlist nicht gehen. Ich meine nur, für die wenigen, die den Disney Plus Fan Podcast hören, da kommt bald eine dritte Folge, aber unter anderem Namen, und zwar aus dem Disney Plus Fan Podcast wird jetzt der Disney-Fan-Podcast. Und Krischi ist wahrscheinlich auch wieder dabei. Ja, ich glaube mal. Ich habe dich jetzt dazu verpflichtet. Ach so, gut, ja. Müssen wir, ja, ich denke. Also in den nächsten Tagen, mal gucken. Ja. Cross-Werbung hier. Cross-Werbung, ja, Mann. Cross-Topia. Cross-Topia, naja, fast. Ja, gut. Nochmal schön die Werbung eingeschoben, ist okay. mache ich ja auch immer auf Arbeit. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei Christian. Bitte, gern geschehen. Bitte, ja. Und beim lieben Dorian. Bitte. Und ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr zugehört habt. Und ja, heute die Folge ist mal ein bisschen
ein bisschen kürzer, aber die letzte Folge, die wir gemacht haben, das war auch die zweitlängste Folge mit 2 Stunden und 35 Minuten. War schon krass. Deswegen heute mal ein bisschen kürzer. Wir müssen auch mal ein bisschen die Erwartungen ein bisschen senken. Ne? Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alle eine wunderschöne gute Nacht oder guten Tag, guten Morgenschiss, keine Ahnung, wo ihr das frohe hier hört. Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohe Ostern, schönen Nikolaus, schönen frohen Leichnam, keine Ahnung, was man so macht. Dann in diesem Sinne, tschüssi! Tschüss!